Hallo und Gute zu einer neuen Ausgabe von Schoki Banuki Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Christian, das ist der Sascha und wir erzählen euch heute was zum 11. Januar. 11. Januar, heute ist der 11. Januar. Geburtstagskind des Tages. Wer hat Geburtstag heute? Mark Forster. Mark Forster? Mark Forster hat Geburtstag. Findest du gut? Ich musste mich dran gewöhnen. Also mittlerweile finde ich ihn cooler als am Anfang, ja. Wobei ich fand es ziemlich cool, wo er mit Sido Sachen zusammen gemacht hat. Hat er mit Sido was gemacht? Ja, dieses Au Revoir. Da gibt's, also vorher hat er bei Sido was mitgesungen im Background und dann hat sich Sido revanchiert und so weiter. Ja, das fand ich ganz cool. Das machen wir ja auch. Wir machen die auch mit anderen YouTuber, haben wir ja auch Querverbindungen. Richtig, genau. Ja, also jetzt nicht mit Sido. So hat Sido und Mark Forster auch gemacht. Ansonsten, also wo ich mich gern dran erinnere, ist 2014, wo er diese Sonderversion dieses Lied Au Revoir gemacht hat zur Weltmeisterschaft. Au Revoir, Maracana und so weiter, du erinnerst dich? Wer ist denn da rausgeflogen? Wie? Der hat zur WM Sonder... Weil Au Revoir heißt doch irgendwie Tschüssi. Ja, genau. Und dann hat er Au Revoir, Maracana und das Spielort gegen Argentinien. Wir sind Weltmeister geworden, du erinnerst dich. Schüller auf Götze, Tor. Ja, ich kann mich erinnern. Alter, warst du so voll. War der Schüller eigentlich damals auch Dortmunder? Damals war er noch Wolfsburger. Aber er, ist, da, er ist gewechselt in dieser Dortmund. Sommerpause. Dann nach Dortmund, gell? Richtig, genau. Ja. Ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Aber hier, heute ist ja auch Nationalfeiertag in... Sag's mir. Albanien. 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 Ja. In Albanien sind wir hier, die Flagge von Albanien. Schöne Grüße nach Albanien. Da haben sich richtig was ausgedacht in Albanien. Ja. Und wo ist noch... Das war bestimmt so ein Klecksbild, was man zusammengeklappt hat und dann auseinandergezogen hat. Genau, einfach so. Nehmen wir, was sagen wir. Bahne. Fupp. Ah, guck mal. Alles klar, sieht gut aus. Ja. Klasse, finde ich geil. Ja. Und wo heute noch Nationalfeiertag ist, beziehungsweise Tag der Einheit heute in Nepal. In Nepal. Kennst du die nepalesische Flagge? Kennst du die? Kennst du die? Kenn ich nicht, ne? Kennst du nicht? Dieses Dreieck, zack, mach mal. Mach mal. Das hier. Guck mal hier, das ist so ein Dreieckzacke hier. Ach, das ist die nepalesische Fahne. Das ist nepalesische. Ah, okay. Ich habe nur gesehen, dass wenn die am Fahnenmast hängt, ja? Die nepalesische Flagge, ja? Dann in Nepal ist hier alles so weiß. Wenn es so weiß geht, damit irgendwie so ein bisschen Fleisch ist, weil sonst flaggert die Spitzen. Und die Spitzen lose in der Gegend rum. Ja, genau. Ja. Also die Nepalesen, die haben schon was, sich schon noch. Also so eine Flagge habe ich noch nie sonst gesehen. Ja. Sonst sind die immer nur so rechteckig, ne? Richtig. Ja. Ne? Ja. Aber 1961, am 11. Januar. Am 11. Januar 1961. Da wurde das erste Mal der Südpol auf dem Landweg, also von den Jungs hier. Von Pinguin. Von Pinguin. Echt? Von Pinguin haben den Südpol erstmals auf dem Landweg erreicht. Das ist ja mal. Und das, so, hat, ne? Man, und das hat man live festgehalten. Das waren diese Pinguine hier. Ja. Ted, Bobby, Klaus, Peter, Norbert und Günther. Ja. Hießen die? Ja. Und die haben das erst gesagt, komm, hier schwimmen kann jeder, wir machen es mal zu Fuß. Respekt und Anerkennung. Ja, 1961, am 11. Januar. Aber wie schwimmen kann jeder? Ah ja, gut. Wer ist denn zum Südpol schon mal geschwommen? Ach, tausende von Leuten. Wer ist denn da hingeschwommen? Der Vorgänger von denen, der... Wie denn, bitteschön? Der Ruben hat es versucht. Wo ist da Wasser? Der hat es mal versucht, also von der, vom Boot aus, bis man da zum ersten Eis kommt und dann weiter. Ach so, ich dachte, das ist bis zum Südpol geschwommen. Nee, das ist ja fest. Ja, ich weiß das. Und die Pinguine, die bescheißen ja auch immer ein bisschen. Ja. Die lassen sich auf den Bauch fallen und schieben sich so mit den Füßen an. Warum sind Pinguine in Bezug auf Eisbären keine Gefahr? Weil die sich nie treffen. Ja, hast recht. Na, ist egal. Eisbär, Nordpol. Ja, ja, ist ja gut. Kennst du den jetzt. Ja, 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 genau. Hat er gedacht. Ja. Hat er gedacht. Also 1961 wurde das auf jeden Fall auf das erste Mal, vom Menschen aber wirklich, ja? Also dann. Ja, in Wirklichkeit. In Wirklichkeit. Ich wollte halt nur das Bild für dich. Ja, hast du toll gemacht. Ja. Das war der 11. Januar. Schoki Banuki, deine Tagesdosis Angeberwissen. Geht wieder raus und erzählt ein bisschen was von dem heutigen Tag. Befruchtet die Welt mit eurem Wissen. Ja, mit Pinguinen. Mit Pinguinen. Ja. Cheerio, Miss Sophie. Gute.